Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 8. Ich habe mal nachgeschaut wegen den Stats, die wir haben. Und wir sehen auch schon, unsere Kraft ist ein bisschen stärker geworden. Die Kraft, Intelligenz und Geschicklichkeit kann man anscheinend nicht trainieren, wie in den anderen, um so aufzusteigen. Sondern es ist so, umso häufiger wir zuschlagen und Ghule zum Beispiel töten, die sollen sich hervorragend zum Trainieren eignen, umso höher wird unsere Kraft. Das heißt, umso öfter wir kämpfen, umso höher wird unsere Kraft, umso mehr wir lesen, umso höher geht auch unsere Intelligenz und so weiter. Gut, das ist auf jeden Fall mal gut zu wissen, hatte ich vorher auch noch nicht gewusst. Aber, ja gut, was sage ich da so? Lasst uns doch jetzt einfach mal noch ein paar Bücher lesen, um unsere Intelligenz zu steigern. Mit dem Trainer wäre mir das irgendwie aber lieber gewesen. Und dann lasst uns mal mit den Magier hier reden. Ah, ein Fremder. Seid ihr zur Grabstätte gekommen, um zu lernen? Was für eine Grabstätte denn? Welche Grabstätte? Die Grabstätte natürlich. Das Mausoleum des Moriens. Moriens? Ja, Moriens, der mächtige Nekromant, wurde hier an eben diesen Ort begraben. Ja, er wurde begraben und dann Lithos, dem Bergkönig, übergeben. Moriens ging schon vor langer Zeit in Lithos Reich ein. Oh, das war vor vielen Jahrhunderten. Zu viel, um sie zählen zu können. Moriens war der Vater aller Nekromanten. Das ist ein guter Witz, mein Freund. Wie könnte jemand nichts über den Bergkönig wissen? Wie könnte ein Mensch am Leben sein und doch nie von den Titanen der Erde gehört haben? Ihr habt einen guten Sinn für Humor, mein Freund. Wir sind gekommen, um zu lernen. Oh, das freut mich aber sehr. Ich kann euch viel über unsere Gemeinschaft und unsere Traditionen erzählen. Unser Leben hier verläuft nach einem sehr geregelten Plan. Lithos akzeptiert unsere Zeremonien nur, wenn sie sehr präzise ausgeführt werden. Aber manchmal kann diese Genauigkeit auch Probleme zur Folge haben. Was für Probleme? Wie ich schon sagte, während unserer Zeremonien muss alles genau zur richtigen Zeit auf die richtige Weise vollzogen werden. Leider fehlt uns im Augenblick ein sehr wichtiges rituelles Werkzeug. Und lass mich raten, das Werkzeug müssen wir noch holen. Oder besorgen. Aber nehmen wir erstmal akzeptiert. Da ihr kein Mitglied unseres Ordens seid, kann ich euch nicht viel darüber sagen. Es genügt, wenn ich euch verrate, dass die titanischen Mächte oft launisch sind. Ihr stellt viele Fragen, mein Freund. Ich war genauso, als ich zum ersten Mal zum Mausoleum kam. Leider kann ich euch nicht viel darüber verraten, da ihr nicht unseren Orden angehört. Lothian ist die derzeitige Nekromantin, aber das wusstet ihr ja wahrscheinlich bereits. Lothian ist schon seit meiner frühesten Kindheit Nekromantin. Seit vielen Jahren führt sie ihr Amt gewissenhaft aus. Könnt man mit ihr sprechen? Es tut mir leid, aber das ist unmöglich. Die Nekromantin ist sehr krank und kann niemanden empfangen. Ja, in letzter Zeit ist sie nur noch selten bei Bewusstsein. Selbst wenn ich euch zu ihr lassen würde, wäre sie wahrscheinlich nicht wach. Okay, dann, welche Geheimnisse? Ich kann diese Geheimnisse niemandem verraten, der nicht unseren Orden angehört. Ihr könnt jedoch mehr darüber lernen, wenn ihr als Novize in unseren Orden eintretet. Die Schüler, die gerade in den Orden eingetreten sind und ihre Ausbildung begonnen haben, tragen diesen Titel. Nur sehr wenige treten unseren Orden bei. Das Leben hier ist nicht leicht, aber wir werden dafür reich belohnt. So, jetzt haben wir noch das rituelle Werkzeug. Ja, unser Zeremoniendolch fehlt. Diese machthungrige Hexe Mordea hat ihn uns genommen. Ja, und es ist mir gleichgültig, wer mich hört. Mordea ist böse und machthungrig. Schon lange herrscht sie mit tyrannischer Macht. Aber nun ist sie endgültig zu weit gegangen. Seit der Dolch sich in ihrem Besitz befindet, können wir unsere Rituale nur noch mit ihrer Zustimmung durchführen. Ja, und um solche Dinge mussten wir uns bisher noch nie Sorgen machen. Die Bewohner haben den Friedhof immer gefürchtet und unsere Arbeit respektiert. Aber vor ein paar Tagen kam Mordea mit einer ganzen Horde schwer bewaffneter Krieger und nahm uns den Dolch weg. Okay.
Der Bergkönig selbst hat diesen Dolch an Moriens übergeben. Wir können unsere Rituale nur mit diesem Dolch vollziehen. Oh ja, man respektierte und fürchtete uns. Die Nekromanten wurden schon immer zu Recht als eine der großen Mächte in der Welt geachtet. Nur einer so machthungrigen Hexe wie Mordea kann es am Herzen liegen, uns in den Augen der Bewohner herabzusetzen. Es ist ganz natürlich, dass die Menschen vor einer Macht Angst haben, die sie nicht verstehen. Es gab eigentlich noch nie einen Grund, uns zu fürchten. Die Mitglieder unseres Ordens standen der Menschheit schon immer wohlwollend gegenüber, ganz im Gegenteil zu den Anhängern der Lauernden und des Feuerdämons Pyros. Pyros? Bitte sprecht diesen Namen, den Namen dieses bösartigen Dämons nicht in meiner Gegenwart aus. Ich hätte seinen Namen gar nicht erst erwähnen sollen. Er würde die ganze Welt in Flammen untergehen lassen, wenn wir es zulesen. Die Wassertitanin, verflucht sei sie mitsamt ihren Anhängern. Mordea verehrt die Lauernde und unterdrückt ihre Untertanen. Welche Macht kann größer sein als die Macht der Erde selbst? Die Anhänger des Bergkönigs sind friedlich, aber wir können unsere Macht auch zum Kämpfen nutzen, wenn wir dazu gezwungen werden. Ja, es stimmt mich sehr traurig, aber es ist leider wahr. Wir werden ihre Gunst aber dennoch zurückgewinnen. Lithos wird uns helfen, euch auch diese dunklen Zeiten zu überstehen. Bald wird er allen seiner majestätischen Macht offenbaren. Ihr müsst verstehen, dass es im Gegensatz zu Mordea nicht unser Ziel ist, über alle zu herrschen. Wir wollen nur, dass alle Lithos verehren und achten. Mordea ist zwar machthungrig, aber es würde der Nekromantin eher schaden als nützen, mit ihr zu kämpfen. Machthungrig hatten wir schon mal. Stellt euch nur vor, welche Zerstörung die zwei titanischen Mächte anrichten könnten, wenn sie gegeneinander kämpfen. Eine solche Katastrophe könnte völlig verheerende Ausmaße annehmen. Das hatten wir ja schon mal. Sie ist so weit gegangen, hat man noch nicht. Mordea hat mit ihrer Tat die Tradition und die Arbeit vieler Generationen missachtet und verletzt. Ja, ohne ihre Zustimmung können wir unsere Zeremonien nicht durchführen. Unter solchen Bedingungen können wir unmöglich arbeiten. Wir müssen den Dolch bald zurückbekommen, sonst könnte das womöglich fürchterliche Folgen haben. Das kann ich euch nicht verraten. Der Bergkönig hat, nun sagen wir, titanische Launen. Wenn wir seinen Zorn erregen, könnte er die Erde auseinanderreißen. Ja, wenn ich nicht in der Lage sein sollte, die geeignete Zeremonien für Lothian durchzuführen, wird mein Herr sehr enttäuscht und zornig sein. Oh ja, Erdbeben, Erdspalten und Erdrutsche. Die Macht des Erdtitan ist sehr groß. Ich selbst habe seinen Zorn noch nie gespürt, aber ich habe schreckliche Geschichten darüber gehört. Bevor Moriens sich dazu bereit erklärte, dem Bergkönig zu dienen, ließ der Titan die Erde erbeben, so oft es ihm gefiel. Ich bitte euch, ich habe im Augenblick keine Zeit, darüber zu reden. Ich muss den Dolch zurückbekommen, bevor Lothian stirbt. Das wäre sehr wichtig, aber wie soll ich das anstellen? Lothian ist sehr krank, ich muss an ihrer Seite bleiben. Außerdem sind wir keine ausgebildeten Krieger, die Mordeas Wachen zum Kampfe herausfordern könnten. Wie sollen wir den Dolch zurückholen? Ja, das muss ich. Ich habe euch bereits gesagt, dass unsere Zeremonien zum richtigen Zeitpunkt stattfinden müssen. Ich muss an Lothians Seite sein, wenn sie stirbt. Mehr kann ich euch nicht verraten. Wirklich? Werdet ihr das wirklich tun? Natürlich werden wir. Vielen Dank. Ich habe gehört, dass Mordea den Dolch in ihren Gemächern aufbewahrt. Ihr könnt ihn an seinen goldenen Griff und seiner schlangenförmigen Klinge erkennen. Bitte beeilt euch, wir werden den Dolch bald benötigen. Lebt wohl. Lebt wohl, mein Freund. Okay, das heißt, wir müssen erstmal wieder zurück. Ich könnte... Ja, wisst ihr was? Ich könnte jetzt einfach teleportieren. Vielleicht machen wir das auch. Aber lasst uns doch erst nochmal hier uns ein wenig umschauen. Und vielleicht noch ein paar Ghule erledigen. Einfach um ein bisschen aufzuleveln. Und auch ständig an der Tür vorbeizurennen, das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, das wusstet ihr ja schon. So, da drüben müsste es auch nochmal ein Haus geben.
Schauen wir uns das doch auch mal an. Oh, explodierende Pilze. Ich mag explodierende Pilze nicht. Oh, wir sind irgendwie am Haus vorbeigerannt. Naja. Oder auch nicht. Oder es ist hier. Naja, erstmal. So. Gut, was macht man nicht alles, um ein wenig stärker zu werden? Ah, hier ist es. Ja, wahrscheinlich ist das Haus von der Nekromantin. Oder? Beziehungsweise, was steht denn hier? Mortein Familienmausoleum. Mausoleum. Zutritt verboten. Autsch! Mist! Na also, geht doch, warum nicht? Oh, ho, ho, ho! Ich glaube, der Zutritt war aus einem guten Grunde verboten. Naja, gut, dann gehen wir halt da nicht hin. Aber hier im Norden soll es auch noch ein weiteres Dings geben. Wo ist denn einer? Naja, diesmal hat es auch ein bisschen besser funktioniert. So, aha, fast in die Pilze reingerannt. Ich glaube, das sind ja immer noch diese explodierenden Pilze. Ich bin mir jedenfalls vorstellen. Okay. Ja, hochzugehen. Ja, hochzugehen ist also auch noch keine gute Idee. Nun gut, dann in dem Fall lasst uns doch einfach mal jetzt Stadtmitte Tenebras gehen. Auf den Weg zurück können wir ja immer noch ein bisschen trainieren. Mhm. So. Jetzt ist die Frage, wie machen wir hier weiter? Sollen wir sie direkt konfrontieren? Weil ich glaube nicht, dass wir wahrscheinlich in ihre Gemächer reinkommen werden. Nun ja, das bezweifle ich nämlich ziemlich. Beziehungsweise war die nicht sogar abgeschlossen? Ja, die war abgeschlossen. Lass uns einfach mal probieren, mit ihr zu reden. Solltest die Hilfeschreie hören. Seid gegrüßt, Eure Hoheit. Oh nein, nicht du schon wieder. Kann ich euch sprechen? Ich kenne weder deinen Namen noch dein Gesicht. Du bist nicht aus Tenebrae. Wo kommst du her? Ich komme aus Britannia. Probieren wir's mal. Noch nie davon gehört, du bist entweder ein Lügner oder ein Narr. Du siehst mir nicht klug genug aus, um ein Lügner zu sein, und ich dulde keine Narren. Oh nein, nicht du schon wieder. Von wo kommen wir denn? Von weit her? Versuche noch nicht deine Spielchen mit mir zu spielchen. Ja, das geht auch nicht. Probieren wir es doch nochmal. Tenebrae? Du bist ein Lügner. Ich kenne alle meine Untertanen und sie kennen mich ebenso. Ich werde diese Unverschämtheit nicht dulden. Ja, okay. Egal, was wir sagen, das geht wohl nicht. Es tut mir leid, aber im Augenblick kann ich nicht mit euch sprechen. Ich muss mich um die Herrin kümmern. Ihr könnt mich später in mein Haus im Ostnebre aufsuchen. Dort bin ich zur Blutwache anzutreffen. Alles klar.
Wir haben es ja da schon mal getroffen. Ich würde sagen, das machen wir dann auch mal. Beziehungsweise, wie spät ist denn die Tageswende? Keine Ahnung, wie lange wir dann warten müssen, bis sie dann auftaucht. Lass uns doch erstmal nochmal das Haus suchen. Weil in die Dings kommen wir nicht rein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir mit ihr reden müssen. So, ist der Typ jetzt... Ach, ich wollte noch nicht zurück. Ich wollte doch nicht zurück. Nein. So. Ich glaube, ich weiß nochmal, wo das Haus war. Wir probieren aber nochmal. Ich meine, es ist doch ein Trainer eigentlich. Das sah jedenfalls danach aus, wie wenn es nur ein Trainer wäre. Ich frage mich, ob man dann nicht doch irgendwie trainieren kann, um seine Stärke oder sonst irgendwas zu verbessern. Ne, hier ist aber auch nichts. Beziehungsweise hier ist er auch nicht. Wie gesagt, ich würde es gerne ausprobieren, aber wenn er nicht da ist, geht das natürlich nicht. Kann natürlich auch sein, dass es wirklich nur so ist, dass man nur trainieren kann, indem man auch seine Fähigkeiten einsetzt. So, ich glaube, diese Hütte hier war's. Nein, dann habe ich mich wohl doch geirrt. Oder weil sie nicht da ist, funktioniert das Ganze nicht. Ist die Hütte verschlossen? Das könnte natürlich auch sein. Oder sie war doch irgendwo anders. Das könnte ich aber leicht rauskriegen, indem ich nochmal die bereits gespielten Folgen mir anschaue. Ich glaube, das ist es nicht. Das ist nicht ihr Haus, oder? Ne, das sieht definitiv nicht danach aus. Okay. Ist da in der Truhe was drin? Ich weiß gar nicht, ob wir die schon geplündert haben. Ja, da haben wir schon mal reingeschaut. Okay. Dann müssen wir wohl warten, bis sie da ist. Mit Salkin zu reden bringt, glaube ich, nicht wirklich was. Also wenn, dann würde sie uns was bringen, um da weiterzukommen. Und ich bin mir doch relativ sicher, dass das Haus war. Denn es ist tatsächlich abgeschlossen, weil sie gerade nicht da ist. Hm. Wir könnten uns ins Bett legen und schauen, ob das was bringt. Ob man da irgendwie bis zu einer gewissen Tageszeit schlafen kann. Ist hier zufälligerweise eine Uhr? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ein Bett war ja hier. Dummerweise ist da auch kein Bett. Keine Uhr, sodass wir rauskriegen können, wie viel Uhr es ist. Naja, egal. Machen wir beim nächsten Mal weiter, hätte ich gesagt. Dann versuchen wir mal, ob es was bringt, mit ihr zu reden oder nicht. Wir müssen ja schließlich irgendwie an den Dolch rankommen und dazu brauchen wir den Schlüssel für das Dings. Na gut, wie dem auch sei, beim nächsten Mal machen wir weiter. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.